Leute, ein wichtiger Beginner-Tipp, den viele nach wie vor nicht so ganz auf dem Schirm haben und eigentlich zum kleinen 1x1 in Apex Legends gehören sollten, ist die Reihenfolge, wie ihr euch heilt. Gerade wenn ihr jetzt wie die beiden Charaktere relativ runtergeschossen seid, ihr kommt in die Situation, ihr seid in einem Gunfight, der noch nicht abgeschlossen ist und ihr habt aber die Zeit, euch irgendwo zu heilen, gilt die Faustregel, heilt immer zuerst euer Schild und dann eure Gesundheit. Warum? Die Schildzellen und Schildbatterien gehen deutlich schneller durch wie eine Spritze oder ein Medikit. Und das Wichtige ist hierbei, eine Schildzelle oder eine Schildbatterie ist genauso gleichwertig von der Gesundheit her wie eine Spritze oder ein Medikit. Das heißt, wenn du ein lila oder ein goldenes Körperschild hast oder volle Gesundheit, das ist 1:1 100 HP. Noch wertvoller wird dieser Tipp, wenn ihr ein rotes Körperschild habt, dann habt ihr nämlich 125 HP und eine Schildbatterie heilt somit nicht 100, sondern 125 Schildlebenspunkte. Es gibt nur eine einzige Situation, oder das ist die, die mir jetzt am schnellsten einfällt, wo es andersrum am wichtigsten ist. Ihr seid so runtergeschossen und ihr habt die Zone zum Beispiel im Nacken, eine der Endzonen, die richtig viel Schaden hat. Dort geht der Schaden direkt auf die Lebensgesundheit und nicht auf die Schilder. Das ist der einzige Grund, warum ihr nicht eine Schildzelle greifen sollt. Und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz den Geschwindigkeitsunterschied zeigen. Für Loba, jetzt quasi den Charakter, den ihr seht, mache ich eine Spritze und Pathfinder drückt sich jetzt eine Zelle. Zeitgleich aktiviert. Es ist ein bisschen versetzt bei Pathfinder, aber ihr seht den deutlichen Unterschied. Pathfinder setzt sogar ungefähr eine halbe Sekunde später an, weil ich hier eine Switch nebenbei am Laufen habe und beide Charaktere selber steuere. Und jetzt aktiviere ich einfach mal noch das Medikit für Pathfinder, hier die Batterie. Und ihr seht jetzt, Loba fängt an. Im Endeffekt ist es mehr oder minder zeitgleich. Pathfinder ist jetzt fertig. Und Loba heilt immer noch. Ihr seht also einen signifikanten Unterschied. Also nehmt immer zuerst die Zellen und die Batterien. Leute, das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.